Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe, hoffentlich, auf meinem Kanal. Ich sage hoffentlich, weil es von euch abhängig ist. Ich habe Bock darauf. Ich spiele Payday 2, die Crime Wave Edition. Leute, wo kommt der runter, Alter? Voll der Ninja Cop, leckt mich am Arsch. ja, ich spiele die Payday 2 Crime Wave Edition. Es ist schon etwas länger her, als sie rausgekommen ist. Du willst dich hinlegen. Und zwar nicht nur hier, sondern auch in meinem Bett. Es ist schon etwas länger her, als sie rausgekommen ist. Und als sie rauskam, hatte ich auch 2 Videos dazu gemacht. Aber seitdem hat sich echt einiges getan. Es gibt einige neue Missionen. Es gibt DLCs, die man sich holen kann. Da sind neue Missionen bei. Und neue Waffen und neue Charaktere und alles. Aber bevor ich mir das alles hole, wollte ich einfach mal ein Video raushauen hier für euch. Wie ihr denn zu Payday steht. Ich hätte Bock darauf. Nur ist es von euch dann auch abhängig, ob ich dann länger dazu eine Videoreihe mache. Oder ob das dann doch nichts wird. Die DLCs werde ich mir auf jeden Fall nur holen, denke ich. Wenn ich ja, sicher bin, dass hieraus eine gute Reihe werden kann, wenn das gut bei euch ankommt. Denn ich habe sonst so viele Spiele noch, die ich so spielen möchte, die ich noch nicht mal angefasst habe. Wenn ich mal Dead Island 2 angucke, oder nee, Dead Island Riptide, nicht 2. Oder Dying Light habe ich auch noch auf Reserve. Also, ihr habt da einen Einfluss. Oh shit, ich hab einen Zivilisten getötet. Ja, Entschuldigung. Ihr habt da Einfluss, ob ich mir das hole und ob ihr das sehen werdet. Da richte ich mich ziemlich nach euch dann. So, mehr haben wir hier nicht. Wenn ihr mitspielen wollt, auch überhaupt kein Problem, dann schreibt mich einfach mal an. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir hier auch zusammenspielen könnten. Denn Payday 2 ist auf jeden Fall ein Spiel, was man zusammenspielen sollte mit anderen. Und da macht es auch deutlich mehr Spaß, keine Frage. Also sagt mal, was ihr davon haltet, ob ihr mehr davon sehen wollt, würde mich echt freuen, wenn das gut bei euch ankommt. Und wenn ihr mitspielen wollt, einfach anschreiben. Dann werden wir hier zusammen durchballern. Für die Payday nicht kennen, weiß gar nicht, da wird es ja bestimmt schon den einen oder anderen geben. Es ist ja jetzt nicht COD oder sowas. Man spielt eine Verbrecherbande und muss verschiedene Missionen erfüllen. In anderen muss man Koks beschaffen, man muss sogar mal Koks selbst kochen. Ja, oder hier jetzt einen Nachtclub ausrauben oder sonstiges. Also man kann da echt einiges machen in dem Spiel. Das ist eigentlich echt ein gutes Spiel, muss man einfach mal sagen. Macht mir auf jeden Fall echt Laune. Und ich hoffe, dass ihr auch daran Spaß habt. Denn wenn von euch noch welche mitspielen, dann wird das ein bisschen einfacher. Ich sitze hier echt schon seit 1,5 Stunden und versuche hier ein Video aufzunehmen. Ich habe es zweimal alleine probiert, eine Mission zu machen, aber mit den Bots. Und das ist dann nicht so leicht. Das ist echt schwer, da bin ich zweimal echt kläglich gescheitert, beziehungsweise einmal kläglich gescheitert und beim zweiten Mal war es ein bisschen knapper, aber war trotzdem kläglich. und dann habe ich nach Spielen gesucht online und da konnte ich irgendwie 30.000 Leuten nicht beitreten. Ja, ja, boom, boom. So, da konnte ich mehreren Spielen nicht beitreten, ich weiß nicht warum. Und ja, lief halt nicht so. Aber jetzt habe ich jemanden gefunden, der ist auch ungefähr mein Level, also der ist ein Level über mir. Ich bin Level 0, er ist Level 1, also überhaupt kein Problem. Oh, was ist denn hier los? Party oder was? Party, ich will mitmachen. Oh, Party ist vorbei. Schade. Wett? Ja, also... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt. Ich hab Bock. Und wenn ihr mitspielen wollt, einfach mal anschreiben. Entweder in die Kommentare
Oder falls ihr mich schon als Freund habt bei PSN, könnt ihr da natürlich auch Scheiße. Könnt ihr mich da natürlich auch anschreiben. Guck mal hier, Granate. Nein, Scheiße. Ich habe einen Zivilisten getötet. Ja, da habe ich schon ein bisschen Money wasted, ey. Schon mal eine zweite Geisel, die ich getötet habe, ne? Das heißt 10.000 Euro weniger. Überhaupt kein Problem hier. Braucht das Geld nicht. Voll unnötig und so. Oh, hoppala. Ey, komm. Nee. So, den Bohrer haben wir gleich wieder. Jawohl. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen auflegen hier. Ja. Ja. Ey, die schießen auf mich, Alter. Die wollen den DJ töten. Einfach mal die David Guetta Parodie. Ich weiß nicht, wer die kennt. Das ist einfach so witzig, wo er da verarscht wird, wo er da auflegt und dann steht er da an seinem Pult, hat seine Kopfhörer auf und dann hängt er da so: I have headphones too! Do you want me to press the button? Smoke! Ja, leider habe ich keine Smoke, also das muss man sich einfach angucken, das ist so geil. So, kommen wir hier noch irgendwo hin, wo es geil ist? Geile Bitches oder sowas? Ey! Ey, Digga, leg dich mal hin. Hier ist ein Tresor. Bam, ey. Jawohl. Und hier ist Bargeld. Was konnte ich hier öffnen? Den Koffer? Wow. Achso, okay. Das Geld musste sich erstmal dazu entscheiden zu spawnen. So, sonst ist hier nichts, oder wie? Okay, sieht so aus, als ob hier sonst nichts wäre. Was war denn jetzt im anderen Tresor drin? Da würde ich gerne mal reingucken. Schnell hier durch. Alter, Kokain. Voll geil. Erstmal ordentlich einen durchziehen hier. Das bringe ich mal darüber, da wir ja jetzt eh da sind. Hier ist falsch. Nein. Diese Tür. Die ist so schmal für mich. Ich bin zu dick für diese Tür. Oh, Smoke! Eine Putzis hat gerade eine Smoke geworfen. Hier? Nein, hier. Weiß wahrscheinlich, kriegt ihr gerade Augenkrebs beim Zuschauen. Ich kriege ihn selbst gerade. Aber ich will hier schnell durchrennen, damit ich hier gleich nicht abgeschnitten von allem bin und einen Abgang mache. Wo willst du mit der Tasche hin? Komm zurück! Smoke! Aua! Aua, aua! Lol, den habe ich überhaupt nicht gesehen. So, ich pack die Tasche mal hier hin. Also, hier ist gar keine Scheibe mehr. Ja, was ist denn hier los, Alter? Nichts am Start hier oder was? Keine Party? Kein nichts, kein gar nichts? Hallo. Will gerade keiner. Oh. Ich mach den Bohrer mal. Nein. Ja, Bohrer, bleib wo du bist. Sonst eröffne ich das Feuer. So. Alles cool hier, alles cool hier. Haben wir irgendwo einen Schnibbel? Ne. Wo sind denn die Polizisten, Alter? Ah, okay, jetzt kommt Sniper. Okay, noch 3 Minuten. Ungefähr. Nein. Lol, der ist trotzdem runtergekommen, ey. Wo denn? Da. Oh, okay. Wo ging gerade? Abballern. Aber dann war er schon tot. Auch so zu schreien, Alter. Oh, hier.
Hier wird nicht mehr gesoffen. Vorbei mit Saufen. Hier, Altglas lasse ich dir. Ach, hi. Oh, wie geht's denn so? Okay, da oben ist David Guetta wieder am Start. Hi, Schrotflinte. Wie geht's denn so? Lol, wie er hier rumchillt, ey. Ja, der Typ. Alter, da liegt ja auch Koks. Achso, das ist die Ingame-Musik. Ich dachte gerade, was gehen denn bei mir jetzt für Geräusche hier ab? Okay, noch 80 Sekunden. Okay, er ist nicht der hellste. Oh! Ein Polizist! Noch einer. Eine seltene Art von Menschen, Polizisten. Und in diesem Spiel werden sie immer wieder rarer. Oh! Oh! Au! Ja, klar. Ja klar, normale Polizisten in normalen Polizeiuniformen seilen sich hier ab oder was? Auf jeden. Safe, ey. Mach ich auch immer so. Das machen ab jetzt auch die Politessen. Die seilen sich auch immer irgendwo ab und dann hängen sie dir einen Strafzettel ran. Und wie er hier hängt, Alter. Komm. Nicht ins Sofa beißen. Geil. Bisschen Spaß kann man ja auch mal haben. Nimm mal deinen scheiß Fuß da weg. Okay. 20 Sekunden. Da ist nicht viel los hier gerade, war. Au! Von wo denn? Wer hat mich hier abgeschossen? Hüpf. Ah, okay. Oh. Ja, du kannst trotzdem auf dem Boden bleiben. So, okay. In einer Minute ist er da. Ja, wo denn? Also, das ist ja immer so die Sache, wenn man das einmal gespielt hat, eine Mission, heißt das nicht, dass man die Mission schon kennt. Also, die ist auch alle Missionen ein bisschen random generiert. Natürlich, der Map-Aufbau ist meistens der gleiche. Allerdings kann es auch zu unterschiedlichen Türen kommen. Also, es kann auch sein, dass diese Tür hier in dem einen Level gar nicht da ist. Das ist immer unterschiedlich, was eigentlich auch ganz nice ist. Aua. Und genauso verläuft sich das halt auch mit den Leuten, die hier immer das Zeug abholen, was wir uns anschaffen. Ja, jetzt ist er da. Manchmal ist er, parkt er auch hier unten. Und dann musst du da mit musst du da die Tasche hinwerfen, den Pickup. Wow. Hier. Ich pack da schon mal die Tasche hin. Du kannst dich darum kümmern, ich hol die andere. Oh! Lol. Da hat er einen Abgang gemacht. Aua, aua, aua. Was? Der hat mich weggesniped! Im Vorbeisprinten! Was ein Tier, Alter! Was ein Tier! Komm, Tasche und lauf! Lauf! Eieieiei, holy shittle! So, einfach mal ein bisschen reingefeuert da. So. Wow, er hat die Tür noch nicht aufgemacht. Aber wahrscheinlich, weil er mir helfen wollte. Aua! Du Scheißstrich, ey. Wow, da liegt Munition, da komme ich aber nicht ran. Gut, er macht da auf. Boah, Sniper können uns hier nicht treffen, wa? Ja, wir haben aber keine Hostages mehr. Von daher ist das Wurst.
West. Oh, schade. Ja, wohl. Ja, Koks. Ich bin der Koksmann. Oh, und dann können wir rein. Yay, yay. Ja, die erste Mission haben wir jetzt geschafft, ey, nach einer Stunde 30 Minuten abwürgen, wie sonst fast. Ah. Gut, da kriegen wir das erste Geld rein. Jawohl. So, Statistik, ja. Ich war nicht so gut, aber passt schon. Jawohl. Da haben wir gut was freigeschaltet. Und da kommt nochmal. Und nochmal. Jawohl, Alter. Ja, und nochmal. Ja, gut. Ja, so. Wenn schon, denn schon, ne? So, Bargeld haben wir 45.000 gekriegt. Mit dem Bargeld kann man sich Waffen und Waffenaufsätze und ähnliches kaufen. Masken und sowas. Oh, wir kriegen einen Waffenaufsatz. Einzelschuss, Waffenmod, okay. Aber bestimmt für die eine oder andere Waffe gar nicht mal so schlecht. Würde ich sagen. Und dann würde ich aber auch sagen, beende ich hier diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Lasst es mich wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich habe auf jeden Fall Bock dazu. Und schreibt mich einfach an in die Kommentare oder sonst. Es gibt ja noch verschiedene Wege auf Facebook oder auch Twitter. Wenn ihr mitspielen wollt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.